Gott sei Dank sehen wir alle. Nun, John Wimber. Wer ist er? Wem dient er? Natürlich biblisch betrachtet. Das ist nicht, um den einen oder anderen einfach irgendwie so fertig zu machen, also das nützt auch nichts. Das machen wir auch nicht. Sondern um aufzuzeigen, dient dies. Wer diese Person wirklich ist, ja, dieser und jener andere und der vorher. Wer sind diese Personen? Was vollrichten sie da, vollbringen sie da eigentlich? In wessen Namen tun sie das? Somit findest du raus, wem dient er? Woher kommt er denn auf einmal und ist so ein Monopol auf ihn gegründet? Die Namen von diesen Personen sind wie Markenzeichen an dem Ort, wo sie sind. Sie sind sogar weltweit bekannt, dank YouTube und anderen Medien. Aber wie geschieht das? Wie kann das sein, dass so eine Macht da ausgeübt wird? Und wenn man nur kurz mal zuhört, merkt man, das ist eine Eigenautorität. Nicht biblische, sondern Eigenautorität, nicht vom Herrn, das merkt man einfach. Diese Autorität ist nicht vom Herrn, das ist eine Eigenautorität. Man merkt, da ist etwas Geistiges, ja? Nun, was es ist, wie das Ganze beim John Wimber ist, betrachte du. Artikel ist in der Videobeschreibung. Amen.